Also ich bin einer der beiden Autoren, der Bernhard Herrmann, und habe Geschichte studiert und Germanistik, habe gearbeitet beim ORF in der Literatur und bin dann durch eine Erbschaft auf dieses wunderbare Thema gestoßen. Bernhard Herrmann ist ein Angehöriger im direkten Sinn und stammt aus der Familie von Albert Herzog, dem Verwalter der Sandgrube 13 und, man darf es behaupten, denn es wird auch im Buch weit ausgebreitet, der Geliebte von August Rieger, dem Baron Rieger, eine Hauptfigur im Roman Wein des Vergessens. Ja, das stimmt. Der Albert Herzog ist der Mann meiner Tante gewesen und ich habe ihn sehr gemocht, sehr geschätzt. Und der Onkel wurde dann auch verjagt von dem Weingut 1938. Und der hatte, als Geliebter offenbar von dem Baron, hat auch von dem den sämtlichen Schriftverkehr geerbt. Die meisten dieser Dokumenten beziehen sich auf den Erhalt der Korrespondenz zwischen den Protagonisten August Rieger und Josef Paul Robitschek und dann in weiterer Folge auch noch die Familie Herzog. In der Familie wurde zwar gesagt, es hat ein Weingut gegeben, es war in der Wachau, es war eine Arisierung. Es sind einzelne, wie man sagt, Geschichten erzählt worden. Dadurch war mir das alles nicht fremd, aber ich habe das nie mit der Sandgrube, mit der heutigen Sandgrube 13 in Verbindung gebracht. Erst noch, wie ich geschaut habe, wo ist das Bründelgraben, und dann hat es mir langsam gedämmert, es handelt sich wirklich um die berühmte Sandgrube 13, also das arisiert worden ist. Und dieser Briefwechsel ist natürlich schon hochinteressant, weil man erfährt sehr viel. Jetzt nicht nur über die persönlichen Verhältnisse der Protagonisten, sondern du erfährst sehr viel über das Zeitkolorit. Wie waren die Umbruchstage, die sogenannten, was weiß ich, Kriegsende, dass der Onkel da im Hotel de France so über die Dachböden geflüchtet ist. Also man kriegt schon einen Einblick, über den die Leute eigentlich kaum gesprochen haben. Und das war für mich natürlich familiengeschichtlich auch sehr interessant. Und wo ich sagen muss, na gut, da, ich habe in meiner Familie Teile, auf die ich mir nicht besonders stolz sein kann, von SS-Hauptsturmführern und sonst. Aber man hat natürlich dann auch den Albert Herzog und die Tante, wo ich sagen muss, ja, die waren wirklich aufrechte. Die würde ich als Patrioten und Österreicher bezeichnen. Bevor wir zum anderen Autor, dem Historiker Robert Streibl, kommen, noch eine kleine Besonderheit, die mir aufgefallen ist, nämlich in der Autorenzeile steht Bernhard Herrmann. Und wir haben sogar intern beim Augustin darüber gerätselt, ob das ein Druckfehler ist. Die Schreibweise ist richtig, Doppel-R-1-1. Robert Streibl hat einen einfacheren Zugang. Er stammt nämlich vom kleinen Migrationshintergrund aus der Wachau. Ja, ich bin in Krems geboren, bin dort in die Schule gegangen und da ist mein Interesse auch für die Geschichte geweckt worden, weil mir als Schüler manches schon spanisch vorgekommen ist, nämlich, dass über manche Dinge, manche Personen eigentlich nicht gern geredet worden ist. Das kriegt man dann mit. Man lernt im Geschichtsunterricht über den Nationalsozialismus. Der hat immer und überall stattgefunden, nur nicht in der Stadt, in der man selber lebt und geboren ist. Und so habe ich dann irgendwann einmal begonnen nachzufragen und habe mich dann eigentlich seit rund 30 Jahren eigentlich mit der Geschichte des Nationalsozialismus in Krems beschäftigt. Aktuell lebe ich aber nicht mehr in Krems, sondern bin Direktor der Volkshochschule in Hietzing. Seit 1999 und seit dem Vorjahr 2018 trägt Robert Streibl als Erwachsenen- und Volksbildner den Titel Professor und seit heuer ist er auch 60 Jahre alt. Ich glaube, das ist kein Geheimnis und man darf das dazu sagen. Es tut nicht weh und der Titel ist eine schöne Ehrung, die mir zuteil geworden ist, dass es schon auch Leute gibt, die das schätzen, dass man vielleicht unbequem ist und dass man die Geschichte nicht ruhen lassen will und auch in den Keller oder unter den Teppich schaut. Und das ist auch ein gutes Stichwort für den Wein des Vergessens, denn bis der Bernhard und ich wir uns getroffen haben, war die Geschichte der Sandgrube 13 gut verschlossen und vergessen und niemand wollte daran rühren.
wiewohl es doch einige gegeben hat, die schon auch vor 10 Jahren gemeint haben, irgendwann muss man sich dem Thema doch stellen. Und die Verantwortlichen damals gemeint haben, pst, nix sagen. Wir haben eh schon Sorge, dass das irgendwann einmal rauskommt. Wie hat sich denn die Zusammenarbeit zwischen den beiden Autoren Bernhard Herrmann und Robert Streibl gestaltet? Hat einer angefangen, ein Kapitel zu schreiben und der andere hat das dann gegengelesen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Das hat eigentlich sehr problemlos funktioniert. Wir hatten ein Dokument und jeder hat geschrieben und der andere hat gelesen und da hat der korrigiert und dort. Es war aus meiner Sicht eine wunderbare Zusammenarbeit, die absolut friktionsfrei gelaufen ist. Und für mich, wo ich mir gedacht habe, das ist ein schönes Prädikat, wenn die Lektorin gesagt hat, sie konnte nicht sagen, welcher Teil von wem ist, hat mich sehr gefreut. Robert Streibl mit mehreren Büchern, ich glaube, das sind sicher schon eine zweistellige Zahl. Ist das Neuland, das er hier betreten hat, indem er einen Co-Autor an Bord genommen hat? Ich habe nicht den Herrmann an Bord genommen, sondern der Herrmann hat mich eingeladen, mit ihm zu segeln in der Geschichte. Aber es war absolut Neuland. Das ist mir schon nicht ganz fremd, aber so gemeinsam mit jemand so eng ein Projekt zu realisieren, habe ich mir eigentlich auch nicht vorstellen können. Ich finde, es war eine große Bereicherung, weil man einfach jemand hat, der in der Materie so eingearbeitet ist wie selber und wo man dann sich auch austauschen kann. Und ich glaube, das merkt man auch dem Buch an, dass es sehr gute Kooperation war. Es hat dann noch eine Zeit gedauert, aber mit dem Material, das uns zur Verfügung gestanden ist, konnte man nicht nur eine Arisierung dokumentieren, sondern auch die persönlichen Hintergründe der Akteure sehr genau schildern, also durch die Briefe, durch die Tagebücher, durch die Rechnungen. Die haben das Material, das in den Archiven lagert, wie in der Vermögensverkehrsstelle, wie im Staatsarchiv, dieses Material praktisch mit Leben noch zusätzlich erfüllt. Und daher war es auch für uns naheliegend, so eine Geschichte muss man erzählen und muss man auch in erzählender Form präsentieren, weil so kann man das Interesse für Geschichte wecken. Bernhard Herrmann. Ja, na, da kann ich mich nur anschließen. Denn einfach jetzt, wo wir das auch wissenschaftlich aufarbeiten, ist es natürlich ganz wichtig, dass man jetzt die ganzen Dokumente, dass man das beweist, was man behauptet. Und so gesehen basiert ja der Roman, ich würde sagen, zu weit über 90% auf Tatsachen und entspricht dem. Und es ist natürlich immer angenehmer oder für einen Leser besser, er liest es in Erzählform, als er hat es ein Buch da liegen, wo nur Fakten, Fakten, Fakten sind, rausgelöst aus dem Zeitkolorit, aus den Zeitströmungen, in dem Fall aus der Nazizeit. Das berührt dann doch oder befremdet dann doch sehr, wenn man die anderen Geschichten, die halt dazu gehören, diese persönlichen von Flucht, Vertreibung, wo man Tagebücher hat und wo die anderen halt irgendwie sich freuen, dass sie ein Weingut arisiert haben, weil hätten es wir nicht gekauft, wie er schreibt, dann hätte es wer anderer gekauft. Und das ist schon sehr seltsam. Obwohl die Geschichte von Paul Josef Robitschek beginnt ja deutlich vor der Machtübernahme des Nationalsozialismus. Das ist ja auch ein historisches Fehlurteil beziehungsweise ein Meisterwerk der Verdrängung, dass immer so getan wird, als würden die Nazis plötzlich 1938 aus Deutschland gekommen sein. Einer, der da genaues weiß, ist der Historiker Robert Streibl, der ja auch diesen historischen Kontext schon in mehreren Publikationen und Büchern von ihm bewertet hat. Die Nationalsozialisten sind bereits lange vor 1938 in Österreich heimisch gewesen und als Kremser muss ich natürlich feststellen, dass Krems die erste Stadt Österreichs war mit einem Nationalsozialisten als Bürgermeister 1932. Das heißt, die Nazis bereits stark in Krems in den 30er Jahren und
als ein Mitglied der Gemeinderatsfraktion damals unter dem Bürgermeister Leopold Rohrhofer war auch ein bestimmter Franz Aigner, der dann später 1938 Ortsbauernführer gewesen ist und der maßgeblich die Arisierung des Weingutes betrieben hat. Der auch dann später der Chef dieser arisierten Winzergenossenschaft Krems geworden ist, ein nahe Verhältnis, eben durch seine agrarökonomische Position. Also ein Nazi und das ist natürlich auch die menschliche Niedertracht. Dazu muss man natürlich nur sagen, dass es wirklich kein Unrechtsbewusstsein gegeben hat unter den Akteuren. Und man kann das so auf den Punkt bringen. Alles ist super gelaufen, nur das 45er-Jahr war ein Problem. Das heißt, vorher ist alles gut gelaufen. Es war ein wahnsinniger Erfolgslauf, wenn man natürlich die Geschichte so betrachtet, dass man nur auf die Weintrauben schaut und das, was im Keller liegt, mag das vielleicht stimmen. Und dann zwischen den Zeilen kommt dann vielleicht vorher nur vor, naja, es hat irgendwie Fremdarbeiter gegeben, die im Weingarten gearbeitet haben. Das ist ja auch ein offener Punkt, der bis heute nicht so dokumentiert ist. Jeder Bauer hat nicht nur einen Fremdarbeiter gehabt, ohne dem die Wirtschaft eigentlich nicht funktionieren hat konnten. Und da hat es natürlich Leute gegeben, die haben die Fremdarbeiter gut behandelt oder halbwegs menschlich behandelt und auch manche halt nicht so. Da gibt es die ganze Bandbreite. Alles war gut, nur im 45er-Jahr ist dann schlecht geworden. Es war ein gutes Geschäft für den Juden. Und das kommt sogar auch so vor. Und dass es hier Ansprüche gibt, gegeben hat und dass der Verkauf nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, wenn die Leute vertrieben werden und eingesperrt werden, ist für jeden heute rückblickend betrachtet klar. Für die handelnden Akteure war das nicht klar und sie haben eigentlich immer nur das Beste getan. Bernhard Herrmann. Was natürlich, wie der Robert das erwähnt hat, also mit diesen Nazis, man muss ja sagen, für die Arisierung, das war ein regelrechtes Netzwerk, die einander gekannt haben. Und es waren, was mich dann besonders, wie soll man sagen, erheitert hat es mich nicht, aber es hat eine gewisse Skurrilität. Es sind drei Adelige dabei gewesen. Der Graf Hardegg, der Baron Hoschek Mülheim und der Baron Georg Schweitzer. Und alle drei sind gesessen dann im Landwirtschaftsministerium angesiedelt in der Vermögensverkehrsstelle und stammen alle aus der Kremser Gegend. Also man hat einander gekannt und der Franz Aigner hat natürlich mit der Kreisleitung gut zusammengearbeitet. Die Kreisleitung hat mit dem Bezirks- und damals umgenannt auf Landgericht gearbeitet. Also was wir nachweisen konnten, ist jetzt einmal einen absoluten Gesetzesbruch. Und zwar, man braucht sich nur die Grundbücher anschauen. An dem Tag, wo der Herr Baron Rieger mit seinem gültigen Kaufvertrag des Weingutes zum Grundbuch geht, sagen die, nachdem er weg war, ruft er in der Kreisleitung an, Aigner geht hin und die sagen, na, das wird nicht, das gehört uns quasi schon. Und sie tragen mit demselben Tag ein, Kaufvertrag wird nicht genehmigt, wird also abgewiesen, steht drin, unfassbar, ohne Beschluss, ohne allem, einfach nur so, reine Willkür. Für die Autoren Bernhard Herrmann und Robert Streibel liegen in der Sandgrube 13 der arisierten Winzergenossenschaft nicht nur Fässer im Keller, sondern auch ein paar Leichen, nicht nur im metaphorischen übertragenen Sinn, sondern auch regelrecht. Es wurden sämtliche Grundbuchsakten in den 70er Jahren skartiert, ist der veramtliche Ausdruck, sie wurden also vernichtet. Es haben sie nur in der Urkundensammlung haben sich 4 Dokumente erhalten. Das hat mich auch sehr überrascht, dass man da nonchalant einfach das vernichtet hat. Detto bei der Rückstellung. Sämtliche Rückstellungsakten wurden auch vernichtet. Es kann aus meiner Sicht nicht so ohne Hintergedanken gewesen sein, dass man Rückstellungsakten einfach vernichtet. Die menschlichen Abgründe, könnte man sagen, das ist mein Motto, ergeben sich aus der Möglichkeit. In Wirklichkeit ist es Opportunismus, also dass die Chance besteht, damit durchzukommen. Und das war im Jahr 1938 besonders gegeben durch dieses Verbrecherregime.
wichtig für mich ist, weil es erwähnt wurde mit den Kriegsverbrechern, man muss natürlich in der Wortwahl sehr klar sein, die handelnden Personen würde ich aber nicht als Kriegsverbrecher bezeichnen, denn für Kriegsverbrechen gibt es einen genauen Terminus, das waren Nutznießer des Systems, die das System ausgenutzt haben, die mit dem Nationalsozialismus mitgesegelt sind, auch am Steuer gesessen sind, die sich bereichert haben oder Dinge durchgesetzt haben, die sie vielleicht sonst nicht durchsetzen konnten. Weil prinzipiell muss man natürlich sagen, dass, um auf Krems und die Winzergenossenschaft zu kommen, natürlich die Gründung einer Winzergenossenschaft an sich ja eine gute Geschichte ist, aber nur wie sie gegründet wird. Wenn ich damit natürlich einen jüdischen Weinkeller mir aneigne, den ich sonst nicht bekommen habe, dann kriegt es natürlich einen anderen Hintergrund. Bernhard Herrmann. Nach 45, so was ich jetzt aus den Quellen sehe, sie sind unbelehrbar und sie glauben noch immer, sie haben das nach einem regulären Gesetz gekauft. Also würden sie sich niemals als Verbrecher sehen, weil sie sagen, es war ja möglich, wir wurden ja dazu aufgefordert, das zu kaufen und es war verfügbar. Wir haben die Gesetze nicht gemacht. Wir haben sie nur ausgenützt und so gesehen würde ich auch vor dem Kriegsverbrecher, vor dem Terminus schon in dem Fall vorsichtig sein, das zu sagen. Was natürlich bei der Geschichte Wein des Vergessens schon auch noch mitspielt, ist, dass es wie im Leben sehr viele Grautöne gibt. Das heißt, es gibt nicht nur die Guten und nicht nur die Bösen, sondern dazwischen eine breite Schattierung. Und da muss man ja dazu sagen, dass es eine Ironie der Geschichte ist, dass sowohl Rieger als auch Robitschek den Krieg und den Nationalsozialismus nur so überlebt haben, weil sie einige Helfer gehabt haben, die auch Nationalsozialisten waren, die sie unterstützt haben, weil sie vorher mit ihnen im Weinkeller schon getrunken haben oder vielleicht auch andere Beziehungen unterhalten haben. Das ist nicht ganz klar. Aber das heißt, natürlich gibt es dann den Friedrich Schmidt, der kurzzeitig Gestapo-Chef in Wien war, der eigentlich dem Robitschek zur Flucht verhilft nach Triest und in dem Sinn zeigt das auch, dass es eben nicht ganz so schwarz-weiß ist. Und dieser Ferdinand Schmidt hatte auch Anzeigen bekommen, weil er ein schlapper Österreicher war, in der Diktion der damaligen Vorgesetzten, der zu wenig hart genug gegen die Gegner durchgreift. Es gibt verschiedene Aussagen, die einen sagen, ja, er hat geholfen, andere sagen, er war gleichgültig, jedenfalls dem Robitschek und dem Rieger hat er das, man muss das sagen, hat er das Leben gerettet, weil Robitschek ist auf der Liste gewesen nach Dachau zur Deportation und der hat ihm etliche Male verständigt und gesagt, aufpassen, schau, dass du woanders untertauchst, du stehst wieder auf der Liste, die wissen, wo sie dich finden. Offiziell konnte er natürlich nicht auftreten und das machen, jetzt hat er das halt so gemacht. Also das sind dann wieder sehr komische Sachen, wo man sich denkt, gut, schwarz-weiß gibt's nicht. Es gibt auch immer einen Rest von Humanismus, der sich auch in Krisenzeiten bewährt und den sich die Leute bewahren. Es ist ja schon die zweite Auflage, die ich gelesen habe. Also das heißt, es ist auf jeden Fall auf Erfolgskurs, obwohl es definitiv ein sperriges Thema ist, wo gewisse Leute nicht sehr happy waren, dass jetzt diese Geschichte nochmal aufgewärmt wird. Ja, nicht happy, so kann man es sagen. Ich glaube, die Winzergenossenschaft Krems, wenn ich es jetzt sehr nobel formuliere, war nicht glücklich, dass wir uns nicht abbringen ließen, diese Geschichte zu recherchieren und zu schreiben. Und es freut uns beide natürlich sehr, dass wir eigentlich nur 2 Wochen nach Erscheinen des Buches das Interesse der Winzergenossenschaft für ihre Geschichte so geweckt haben, dass sie gesagt haben, alles anders, wir wollen nichts mehr verschweigen, wir wollen uns der Geschichte stellen, wir wollen eine Aufarbeitung der Geschichte, wir
gründen eine Historikerkommission unter der Schirmherrschaft des Dokumentationsarchives des österreichischen Widerstandes. Und das ist dann praktisch, kann man sagen, so kurz vor Weihnachten alles finalisiert worden. Und in Kürze geben der Bernhard und ich unseren Endbericht ab als wissenschaftlichen Bericht mit Zitaten, mit Verweisen. Weil natürlich Sachen aufgetaucht sind im Zuge dessen, also die Personen, die mit dem Robert Kontakt aufgenommen haben, ihm Hinweise gegeben haben, wo noch was liegt, das natürlich die Sache dann noch viel klarer hervortreten lässt und erfreulicherweise auch das, was im Buch steht, was zwar Roman heißt, aber trotzdem. Und das ist schon sehr, sehr eine schöne Sache. Also ich bin einer der beiden Autoren, der Bernhard Herrmann, und habe Geschichte studiert und Germanistik, habe gearbeitet beim ORF in der Literatur und bin dann durch eine Erbschaft auf dieses wunderbare Thema gestoßen. Bernhard Herrmann ist ein Angehöriger im direkten Sinn und stammt aus der Familie von Albert Herzog, dem Verwalter der Sandgrube 13 und, man darf es behaupten, denn es wird auch im Buch weit ausgebreitet, der Geliebte von August Rieger, dem Baron Rieger, eine Hauptfigur im Roman Wein des Vergessens. Ja, das stimmt. Der Albert Herzog ist der Mann meiner Tante gewesen und ich habe ihn sehr gemocht, sehr geschätzt. Und der Onkel wurde dann auch verjagt von dem Weingut 1938. Und der hatte, als Geliebter offenbar von dem Baron oder auch von dem den sämtlichen Schriftverkehr geerbt. Die meisten dieser Dokumenten beziehen sich auf den Erhalt der Korrespondenz zwischen den Protagonisten August Rieger und Josef Paul Robitschek und dann in weiterer Folge auch noch die Familie Herzog. In der Familie wurde zwar gesagt, es hat ein Weingut gegeben, es war in der Wachau, es war eine Arisierung. Es sind einzelne, wie man sagt, Geschichten erzählt worden. Dadurch war mir das alles nicht fremd, aber ich habe das nie mit der Sandgrube, mit der heutigen Sandgrube 13 in Verbindung gebracht. Erst noch, wie ich geschaut habe, wo ist das Bründelgraben, und dann hat es mir langsam gedämmert. Es handelt sich wirklich um die berühmte Sandgrube 13, also das arisiert worden ist. Und dieser Briefwechsel ist natürlich schon hochinteressant, weil man erfährt sehr viel. Jetzt nicht nur über die persönlichen Verhältnisse der Protagonisten, sondern du erfährst sehr viel über das Zeitkolorit. Wie waren die Umbruchstage, die sogenannten, was weiß ich, Kriegsende, dass der Onkel da im Hotel de France so über die Dachböden geflüchtet ist. Also man kriegt schon einen Einblick, über den die Leute eigentlich kaum gesprochen haben. Und das war für mich natürlich familiengeschichtlich auch sehr interessant. Und wo ich sagen muss, na gut, da, ich habe in meiner Familie Teile, auf die man nicht besonders stolz sein kann, von SS-Hauptsturmführern und sonst. Aber man hat natürlich dann auch den Albert Herzog und die Tante, wo ich sagen muss, ja, die waren wirklich aufrechte. Die würde ich als Patrioten und Österreicher bezeichnen. Bevor wir zum anderen Autor, dem Historiker Robert Streibl, kommen, noch eine kleine Besonderheit, die mir aufgefallen ist, nämlich in der Autorenzeile steht Bernhard Herrmann. Und wir haben sogar intern beim Augustin darüber gerätselt, ob das ein Druckfehler ist. Die Schreibweise ist richtig, Doppel-R-1-1. Robert Streibl hat einen einfacheren Zugang. Er stammt nämlich vom kleinen Migrationshintergrund aus der Wachau. Ja, ich bin in Krems geboren, bin dort in die Schule gegangen und da ist mein Interesse auch für die Geschichte geweckt worden, weil mir als Schüler manches schon spanisch vorgekommen ist, nämlich dass über manche Dinge, manche Personen eigentlich nicht gern geredet worden ist. Das kriegt man dann mit. Man lernt im Geschichtsunterricht über den Nationalsozialismus. Der hat immer und überall stattgefunden, nur nicht in der Stadt, in der man selber lebt und geboren ist. Und so habe ich dann irgendwann einmal begonnen nachzufragen und habe mich dann eigentlich seit rund 30 Jahren eigentlich mit der Geschichte des Nationalsozialismus in Krems beschäftigt. Aktuell lebe ich aber nicht mehr in Krems, sondern bin Direktor der Volkshochschule in Hietzing.
seit 1999 und seit dem Vorjahr 2018 trägt Robert Streibl als Erwachsenen- und Volksbildner den Titel Professor und seit heuer ist er auch 60 Jahre alt. Ich glaube, das ist kein Geheimnis und man darf das dazu sagen. Es tut nicht weh und der Titel ist eine schöne Ehrung, die mir zuteil geworden ist, dass es schon auch Leute gibt, die das schätzen, dass man vielleicht unbequem ist und dass man die Geschichte nicht ruhen lassen will und auch in den Keller oder unter den Teppich schaut. Und das ist auch ein gutes Stichwort für den Wein des Vergessens, denn bis der Bernhard und ich, wir uns getroffen haben, war die Geschichte der Sandgrube 13 gut verschlossen und vergessen und niemand wollte daran rühren, wiewohl es doch einige gegeben hat, die schon auch vor 10 Jahren gemeint haben, irgendwann muss man sich dem Thema doch stellen. Und die Verantwortlichen damals gemeint haben, pst, nix sagen. Wir haben eh schon Sorge, dass das irgendwann einmal rauskommt. Wie hat sich denn die Zusammenarbeit zwischen den beiden Autoren Bernhard Herrmann und Robert Streibl gestaltet? Hat einer angefangen, ein Kapitel zu schreiben und der andere hat das dann gegengelesen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Das hat eigentlich sehr problemlos funktioniert. Wir hatten ein Dokument und jeder hat geschrieben und der andere hat gelesen und da hat der korrigiert und dort. Es war aus meiner Sicht eine wunderbare Zusammenarbeit, die absolut friktionsfrei gelaufen ist und für mich, wo ich mir gedacht habe, das ist ein schönes Prädikat, wenn die Lektorin gesagt hat, sie konnte nicht sagen, welcher Teil von wem ist, hat mich sehr gefreut. Robert Streibl mit mehreren Büchern, ich glaube, das sind sicher schon eine zweistellige Zahl, ist das Neuland, das er hier betreten hat, indem er einen Co-Autor an Bord genommen hat. Ich habe nicht den Herrmann an Bord genommen, sondern der Herrmann hat mich eingeladen, mit ihm zu segeln in der Geschichte. Aber es war absolut Neuland. Das ist man schon nicht ganz